Und es ist der Kapitän, der Noah Mattis, aus der Hand von der Vorsteherin von der Gemeindegruppe Gell, Maria Kaiser-Eberle, mit dem Siegerpokal, der größte Pokal ever. Die ersten zwei sind der Kompliment. Kommen wir her, Noah. Jetzt gibt es Siegerbild für alle, die bei uns da sind. Die Talente aus Vorarlberg, von Antwerpen, den Schweizer. Ja, Günther, gratuliere. Das erste Mal ein Titelverteidiger. Wie bist du zufrieden mit der Leistung vom Team vom Vorarlberg? Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meines Teams. Speziell nach dem Ausschuss haben wir sehr gut verteidigt. Und wir hatten auch die zahlreichen Torchancen kreiert. Und ich denke, letzten Endes haben wir das Spiel verdient gewonnen. Ja, Günther, gerade zu der Situation, was denn Gelb-Rot gegeben hat. Wie hast du das gesagt? Ja, wir müssen das sowieso so sportlich nehmen, wie es ist. Der Schiri hat gepfiffen. Es hat uns trotzdem einen Aufwind noch gegeben und wir haben letzten Endes dann das Spiel trotzdem noch zu 10 gewonnen. Und darum, wie gesagt, Schiedsrichterentscheidungen muss man einfach so akzeptieren, wie sie sind und ja, können damit leben. Was hat das für euch für einen Stellenwert jetzt, da der Titel? Ja, einen Titel zu holen, das ist immer super. Nachdem das jetzt natürlich 2 Jahre hintereinander so ist, ist, glaube ich, auch eine Werbung für den Vorarlberger Fußball. Ja, und ich denke, so muss es weitergehen. Und wie gesagt, das war eine gute Vorbereitung für unsere Meisterschaft, die am 28. August beginnt. Und jetzt haben wir noch genug Zeit, um uns gut vorzubereiten. Und wir hatten hier eine tolle Zeit und wir kommen nächstes Jahr sicher wieder. Es ist ja speziell an dem Turnier beim Liechtenstein Summer Cup wird 90 Minuten gespielt. Ist das für euch wichtig, gerade jetzt also bei der Vorbereitung? Ja, das ist für mich schon sehr wichtig oder für uns sehr wichtig, da das wirklich ein Vorbereitungsspiel einfach über die volle Distanz gehen sollte. Da wir auch genügend Spieler haben und die sollten auch Minimum 45 Minuten in den Beinen haben. Ich denke, das ist perfekt so organisiert, wie es jetzt ist und das, für mich passt das super. Ja gut, dann freuen wir uns schon auf den nächsten Liechtenstein-Sommercup mit euch. Dann ist aber der Druck dann hoch für das Team aus Vorarlberg. Ja, im Fußball ist oft das einmal ein Druck hoch. Aber da kommt dann auch wieder unser Cheftrainer und das passt. Wir freuen uns alle zusammen, dass wir den Titel geholt haben und nächstes Jahr kommen wir bestimmt wieder. Ja Maria, spannendes Finale haben wir gesehen da. Hättest du per Halbzeit, wo es so zugestanden ist, gedacht, dass es so rauskommt? Ja, es war ein super spannendes Spiel. Ich habe natürlich nicht gewusst, wie es rauskommt. Aber ich freue mich, dass unsere Nachbarn die Vorarlberger gewonnen haben. Ja, das Vorarlberger Team konnte zuerst mal den Titel verteidigen. Und das war ja schon speziell mit dem Wetter. Du hast mir in der Pause erzählt, das letzte Mal war es so heiß und jetzt so. Was war für dich besser gewesen? Ja, für mich war es so fast angenehmer gewesen, zum Zuschauen, weil es ist unendlich heiß gewesen und wir haben die letzten Mal die Spieler verschleiert. Aber wie es für die Spieler besser ist, das müssen wir sie selber fragen. Machen wir nachher. Aber es hat trotzdem Wetter einen Haufen Zuschauer gehabt. Also es zeigt, das ist ein tolles Turnier auch für Gmandrup Gell. Ja, es ist sensationell. Ein gutes Turnier, auch für Gmandrup Gell. Wir freuen uns riesig. Da können Haufen Leute gehen. Und unsere Anlage eignet sich natürlich auch speziell gut für so einen Cup. Und es hat mich gefreut, dass so viele Leute da waren. Und es hat mich gefreut, dass so tolle Spiele zu Gell stattgefunden haben. Und du hast ja dann noch den Pokal übergeben. Und das war schon ein super Moment, oder? Ja, es ist natürlich ein super Moment. Es freut einem natürlich, wenn man so einen Pokal übergeben darf. Und man spürt natürlich auch die Freude bei der Mannschaft, die der Pokal entgegennimmt. Und eben nochmal herzliche Gratulation den Vorarlberger, aber allen, die mitgespielt haben. Es waren alles super Spiele gewesen. Für unsere U21 hat es zum ersten Mal einen Sieg gegeben beim Liechtenstein Summer Cup zurück. Und bei mir ist jetzt der Captain von der Liechtensteiner U21, der Simon Lüchinger. Simon, du bist ja auch noch ausgezeichnet worden, du hast eine spezielle Auszeichnung bekommen. Genau, ja. Also ich bin vom Trainerteam von uns zum Spieler vom Turnier von unserer Mannschaft ausgezeichnet worden. Ich habe hier einen speziell bedruckten Ball vom Turnier bekommen und freut mich natürlich extrem. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir es gut ein paar andere von der Mannschaft auch geben können. Gestartet sind wir super gegen den Schweizer Meister IB. Und zwar könnte man sagen, am Anfang hätten wir eigentlich fast eine Führung gehen.
Ja, ich denke auch, in der ersten Halbzeit haben wir relativ schnell sind wir sehr gute Spiele hingekommen und haben relativ früh zwei, drei gute Chancen gehabt, wo ich der Meinung bin, wie du gesehen hast, dass wir eigentlich mit der Führung in die Pause gehen müssten. Dann haben wir nachher ein bisschen Kraft verloren, es ist alle länger geworden, alle ein bisschen mühsamer, sind halt auch noch nicht ganz so weit in der Vorbereitung wie IB, wo nächste Woche schon mit der Meisterschaft anfängt, haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Und dann nach einer Stunde hat man eben gemerkt, dass die Kraft ein bisschen nachgelassen hat und dann haben wir noch ja, zwei relativ blöde Goal bekommen, aber so ist es dann halt, wenn man vielleicht auch 2% weniger laufen mag, der Gegner. Dafür hat es dann gegen Winterthur geklappt? Genau, ja. Ich bin zwar der Meinung, dass wir gestern gegen IB den besseren Match gespielt haben. Heute haben wir halt einfach das Goal einmal gemacht und dann am Schluss haben wir ein bisschen zittern müssen, haben es dann in Penaltyschüsse gewonnen. Ich glaube einfach, weil wir sie so im Spiel verdient haben und weil wir halt einfach cooler geblieben sind vom Punkt. Im September geht es weiter mit der EM-Quali gegen Zypern. Ist das jetzt wichtig, das Turnier für die Vorbereitung? Sehr wichtig, ja, und vor allem auch sehr, sehr wertvoll für die Trainer, aber vor allem auch für die Spieler. Nochmal mal in dieser Konstellation, wo wir ja nicht so viel zusammen sind, weil alle in einem Verein spielen, nochmal zwei Matches spielen können über je 90 Minuten. Die Trainer haben sich sicher nochmal ein bisschen den einen oder anderen Eindruck holen können von jedem Spieler und von uns als Mannschaft. Aber für die Spieler extrem, extrem wichtig in so einer Phase vor Vorbereitung nochmal zweimal 90 Minuten spielen können. Und natürlich eben im September gilt es dann ernst und dann sind so Matches natürlich immer willkommen. Ja, danke Simon. Dann drücken wir euch die Daumen und wünschen euch viel Erfolg für die kommende EM-Quali. Danke vielmals. Ja, Vittorio, schön, dass die Wintertour da waren, aber ich glaube, für euch ist das Turnier nicht so schön rausgekommen, wie ihr es euch vorgestellt habt. Doch, doch, ich war zufrieden mit der Leistung von meiner Mannschaft, weil wir waren diese Woche im Trainingslager gewesen. Die erste Woche, wir Zürcher haben halt das Pech, dass wir die letzte in die Ferien gehen und darum auch später anfangen wieder die anderen. Und darum bin ich von dieser Situation bin ich zufrieden, weil zweimal nicht verloren bin, alte Schüsse, à la bonne heure, c'est la vie. André, ihr habt schon gewonnen, das Mal hat es im Finale nicht gelangen, da war es gelegen. Na gut, es ist jetzt am Schluss schwierig zu sagen. Der Gegner hat 2 Goal mehr geschossen. Wie gesagt, Vittorio hat es vorhin angetönt. Es ist ein Turnier, das uns die Möglichkeit gibt, alle Spieler einzusetzen. Es ist ein Turnier in der Vorbereitungsphase, wo zum Teil auch hart trainiert wird. Und ich tue dem Ganzen hier nicht zu viel beimessen, ob wir jetzt erst oder zweit sind. Schade, dass wir den einen oder anderen verletzt haben jetzt nach diesen 2 Spielen. Das ist das, was ein bisschen schmerzt, aber die Freude überwiegt und auch die Zufriedenheit, dass wir hier in Rukell super Bedingungen vorgefunden haben und uns als Mannschaft ein bisschen näher dürfen lernen kennen in diesen 2 Tagen. Wir sind super betreut worden, super verpflegt worden und das ist am Schluss das Wichtigste. Und für euch ist auch wichtig, dass wir doch 90 Minuten durchspielen. Ja, wir sind gegenüber dem Vittorio schon 2 Wochen länger. Haben die Zeit vorne genutzt mit Teileinsätzen, wo die Spieler auch die Minuten ein bisschen geteilt haben. Heute ist es jetzt und gestern das erste Mal das Spiel über die volle Distanz. Und auch eben optimaler Zeitpunkt für uns, um nach dieser Woche für einen Meisterschaftsstart gerüstet zu sein. André, du hast vorhin gesagt, die Bedingungen sind super da zurück, gell? Also kann man davon ausgehen, dass ihr noch ein paar Mal kommen werden da? Wenn wir eingeladen werden, ja, kommen wir sehr gerne wieder. Es ist, wie gesagt, der Schorsch und der Andreas Kohlmann und Schorsch Lüchinger absolut Top-Gastgeber hier mit dem Komoot-Hotel, mit der Verpflegung, mit den Rasenplätzen. Also das sind Bedingungen, die sich jeder Fußballtrainer wünscht und kommen sehr gerne wieder. Und wir können uns vielleicht dann auch wieder auf den FC Winterthur freuen? Ja, ich hoffe sehr, weil wir sind hier in der Nähe und nehmen das auch als Vorbereitung. Und ich denke, trotz der 2 Niederlagen nach Penaltyschüssen haben wir eine gute Falle gemacht. Und ich hoffe schon, dass wir wieder dabei sein können. Das war natürlich spannend, die Ausgangslage. Man hat gewusst, irgendjemand wird zuerst mal zweifacher Turniersieger, entweder IB oder von Adelberg. Wenn wir den Match anschauen, Berner führt nach einer guten Viertelstunde 2-0, dass Vorarlberger nachher so ins Spiel zurückkommt und dann noch in Unterzahl den Match 3, das zeigt von einer Seite die Moral, aber natürlich auch quasi Kompetenz. Die haben das auch können, sie haben gespielt, haben sich wirklich zurückgebracht ins Spiel und Kompliment, das Team. Ein Kompliment gibt es auch für unser Team. Das erste Mal gewonnen hier in Rukell am Liechtenstein Summer Cup im Penaltyschüssen. Ja, genau. Aber man hat schon ein bisschen einen Trend gesehen im ersten Spiel, wo sie gegen IB gespielt haben, gestern Abend, also am Freitagabend.
wo sie da kommen, die erste Halbzeit sehr, sehr gut mitgespielt und Chancen und eigentlich zum in Führung gehen. Den Trend haben sie dann vorgesetzt gegen Winterthur, haben gespielt, haben sich gezogen, sind selbstbewusst auftreten, sind da eine neue Führung. Nachher hat der Michi Kohler durchgewechselt, völlig korrekt, für da ist das Turnier auch da. Dann gibt es halt so und so. Also nachher das Penalty-Schuss, natürlich Emotion pur. Und der Luca Vanoni hat gerade den ersten, zwei verschiessen, die Liechtensteiner treffen alle. Ich glaube, die haben eine richtige Freude und tut auch gut. Die machen ja da die Vorbereitung auf die EM-Quali-Spiele gegen Zypern. Und einmal in dem liegt es nicht. Die Motivation vom Liechtenstein Sommer gehabt, haben sie sicher im Rucksack. Und für euch vom OK-Team, wie war es das dritte Mal? Ich würde sagen, hervorragend. Wir leben hier vom Feedback. Als Organisator ist natürlich perfekt. Die Anlage zurückgeht. Das ist ein Bischof. Für jeden, der gerne shootet, natürlich perfekt. Dann haben wir wirklich grossartige Unterstützung von der Gemeinde. Maria Kaiser-Ebeli ist alle Jahre immer da gewesen. Auch heute wieder den Siegerpokal übergeben. Aber auch das Team um den Platzwart, um den Helmut Schwendinger und seine Leute, die machen hier hervorragende Arbeit. Also mal rein von dem, logistisch, infrastrukturell perfekt. Und dann haben wir Mannschaften da gehabt. Die sind gut shooten, nicht irgendwie rumhängen. Und das war cool gewesen. Also von dem her, picobello. Also können wir uns jetzt schon auf den nächsten Liechtenstein Sommer Cup freuen. Weil also auch die Teams, die ich jetzt hier im Interview hatte, die sind alle happy gewesen. Ja, dann ist es schön, wenn es allen gefallen hat. Und wir gehen davon aus, es gibt auch nächstes Jahr einen Liechtenstein Sommer Cup. In welchem Format würden wir sehen? Jetzt sollen wir mal das ein bisschen sacken lassen, analysieren. Wir haben ja schon im Vorfeld darüber geredet, dass wir eigentlich schon letztes Jahr eine höhere internationale Anfrage hatten und Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denken wir jetzt einfach mal optimistisch, dass das kein Thema ist nächstes Jahr, dass wir ein bisschen mit mehr Vorlauf können den Termin setzen können und dann wird es vielleicht ein bisschen anderes Teilnehmerfeld noch können ergänzen können. Weil uns ist klar, alle die vier, die da waren, die haben es verdient, um wieder dabei zu sein. Gut, dann freuen wir uns auf die nächste Ausgabe. Danke, Schorsch. Gern geschehen, danke auch.